Hallo und herzlich willkommen bei Noob, dem Netzshow, wo ich mich aufrufe wie der größte Noob. Heute spielen wir Metroid Prime Hunters für Nintendo DS. Einer der ersten Spiele überhaupt auf dem Nintendo DS. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber es kommt mir vor wie ein Release-Titel, weil ich kenne so viele Leute, die das Spiel damals gespielt haben. Es ist halt einfach ein gutes Shooter, angeblich. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das noch nie gespielt. Ich habe es mir vor kurzem erst zugelegt. Weil ich überhaupt nicht der Shooter-Fan bin, falls ihr es schon wisst. Wir werden es jetzt auf jeden Fall zusammen ausprobieren. Ich habe nochmal die Daten, die drauf waren, gelöscht von dem, den ich es gekauft habe. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen den Abenteuermodus. Wer Metroid nicht kennt, ist eine uralte Reihe. Und dass Samus eine Frau ist, wisst ihr aber hoffentlich trotzdem. Wir gehen jetzt in den Abenteuermodus. Bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Ich habe wieder nur den oberen Bildschirm. Ich hoffe, das reicht bei dem Spiel vollkommen. Aber ich habe mal reingespitzelt, das sollte so reichen. Ich finde es auch da immer schöner, auch im Video das im richtigen Format euch zeigen zu können. Deswegen so. Genau, starten wir doch mal. Im alimbischen Cluster liegt das Geheimnis der ultimativen Macht verborgen. Diese wiederkehrende neurale Botschaft, die aus einem als alimbischen Cluster bekannten, nicht kartografierten Bereich der Tetragalaxie stammt, wurde kürzlich von Empathen der Galaktischen Föderation abgefangen und übersetzt. Die Bedeutung dieser mysteriösen telepathischen Nachricht ist aufzuklären. Also die Vereinbarung. Sollte diese ultimative Macht gesichert werden können, muss gewährleistet werden, dass dies unter fundierter Kontrolle geschieht. Und Punkt 3. Sollte diese ultimative Macht nicht gesichert werden können, muss sie vernichtet oder die weitere Geheimhaltung gewährleistet werden. Ich überspringe jetzt mal an der Stelle. Okay, es ist ein Double Screen, aber aus verschiedenen Blickrichtungen. Okay, da habt ihr nichts verpasst. Cluster wird gescannt. Jetzt habe ich auf dem unteren Bildschirm quasi den ersten Planeten und kann auf Schiff landen drücken. Und jetzt landen wir auf dem Schiff. Sternenarchive. Okay. Hohoho. Die Musik holt einen schon zurück. Okay. Wir sind jetzt im View von Samus, also wir schauen durch ihren Hut, können uns, Schiff betreten, nein, können uns quasi mit dem Analogstick bewegen und mit dem Touchpen schauen wir uns um. Yay, das ist doch mal ein schönes Ego-Spiel. Also, muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung auf dem 3DS mit dem, und er agiert so schnell, wenn ich nur auch ein bisschen bewege. Geht ja voll weit rüber. Also, wenn ich jetzt in die Mitte tapp und zur Seite, dann habe ich... Also, das ist jetzt ganz rechts und... Das ist ganz links. Also, ich habe da echt viel Space, mich schnell zu bewegen. Vor allem mit dem Touchscreen kann ich mich halt viel schneller bewegen, wie wenn ich einen Stick in der Hand habe. Ich müsste jetzt lügen, wie das Schiff heißt, aber ihr wisst es bestimmt besser. Also ich könnte ja mal drunter schreiben, nachdem ihr erster geschrieben habt, natürlich. Okay, ich glaube, wir müssen uns einfach mal die Gegend erforschen. Genau, das hatte ich noch in Erinnerung. Ich habe es ein oder zweimal ausprobiert, den Multiplayer-Modus. Und ich kann es sogar aufladen. Piu. Okay, gut, dann gehen wir mal los. Scan-Visor aktivieren. Zur Aktivierung des Scan-Visors beachte das kleine Symbol im unteren Mittelteil. Scan-Visor aktiviert. Aha. Diese Teleportationseinheit wird nicht mit Energie versorgt. Aha. Was sagt es zu unserem Schiff? Kampfschiff der Jägerklasse, registriert auf Samus Aran. Das Board des Schiffes lässt sich der Missionsfortschritt speichern und den Energievorrat regenerieren. Okay.
Das ist sehr schön gemacht. Dass ich, wir haben jetzt schon so einen Modus, wo wir uns gerade Sachen anschauen können. Für die ganzen Noobs. Machen wir mal den Scan-Modus auch. Combat Wizard. Und da geht's weiter. Okay, okay. Es ist ganz schön spannend, Leute. Also, ich bin überhaupt nicht der Shooter-Fan. Man muss erst dagegen schießen. Was sind denn das für Türen, bitteschön? Auf die man schießen muss, damit sie aufgehen. Hallo? Jemand zu Hause? Nein? Okay, dann gehen wir wieder. Nein. Gehen wir weiter. Dun, 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 dun. Die Musik, wenn es läuft. Okay. Ist das ein Gegner? Ne, das ist wieder nur eine Tür, wo man dagegen schießen muss. Hilft nix. Okay, wir müssen irgendwas machen, dass wir hier weiterkommen. Oh, schätze mal, wir müssen die Treppe hier hoch. Und dann gehen wir mal darüber. Wunderschöne Apparaturen. Gehen wir mal darüber. Wunderschöne Apparaturen auch. Okay, das ist es nicht. Weltraum, soweit es auch gereicht. Oh, es ist nicht wunderschön. Die Sterne. Ich muss es scannen. Das kriege ich mal offen aus. Was sagt das Scan? Schalter. Dient der Entriegelung einer Tür oder der Energieversorgung eines bestimmten Objektes. Aha! Und jetzt ist die Tür offen. Peng, 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 peng. Ich will auch Türen, die nur bei Schießen aufgehen. What the fuck? Unsere ersten Gegner! Gleich mal fliegende Viecher. Peng, 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 peng. Wie viele von euch hatten das Spiel denn auch? Das interessiert mich jetzt. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht bin ich nur der Einzige, der es nicht hatte. Aber so ein Ballerspiel reizt mich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde es hier nur sehr interessant, das Spiel mal nachzuholen, weil es halt so viele gespielt haben. Ah, ein Doppelklick war Sprung. Das wusste ich noch. Weil es so viele gespielt haben. Ich kann nicht noch Weltraum schießen. Okay, weiter geht's. Du bist eine Tür, die bei Schießen aufgeht. Geh auch auf. Was bist du? Nix. Das sind Kisten. Charge Beam. Feuertaste gedrückt halten. Aha! Was bist du? Ein Charge Beam für eine Kiste. Wusste ich schon. Hier geht's weiter. Bist du böse? Das ist so ein Metroid-Ding. Hallo. Also, jetzt, wenn man mal das Pixelige weglassen würde. Ohne Scheiß, ich glaube. Ich könnte mich mit dem Spiel anfreunden. Tür kann mit Hilfe dieser Waffe nicht. Jetzt habe ich aber eine neue Waffe. Ja, ja, habe ich schon verstanden, wie es funktioniert. Ah, es ist immer ein Schutz drumherum. Okay. Wo geht's denn hier lang? Hier geht es gar nicht lang. Dun, 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 dun.
Peng, 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 Stirbe! 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 Nachricht vom Raumschiff. Warnung. Ankunft eines unbekannten Schiffs in Sternarchiven. Gott sei Dank, wann das Schiff war. Hier geht es schon wieder nicht weiter. Aber hier. Okay. Analysieren wir mal. Kartografenartefakt enthält kodierte Raumkoordinaten einer Geheimkammer. Sicherheitsvorkehrung, die der Sicherung der Artefakte dient. Oh nein, ganz viele dieser Schießdinger. Hier, nimm. Sterbe. 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 Stirb. Wir sind ja immer mehr. Bang, 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 bang. Nee, 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 nee. Krieg mich doch, fang mich doch. Die sterben nie. Stirb, Kartoffel. Ja, geht doch. Okay, die sterben schon, Entschuldigung. Ich dachte, ich kann die Sachen sammeln, was das immer das ist. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Stirb. Exterminate. Los, komm! Oh, mein Finger schläft ein. Peng, 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 peng. Könnte man die Waffe wechseln? Okay. Also was man wirklich sagen muss, dank dem Touchpen ist die Steuerung genial. Und die Musik ist gerade voll chilly mini. Nein, ich bin drüber gesprungen. Ich bin schon wieder drüber gesprungen. Wir müssen da hoch. Was auch immer du bist. Wie es nach unten schaut. Wie es war nur himmelblass. So, was bist du? Oder muss man wieder scannen? Kartografenartefakt erhält kodierte Scanwisser aktiviert. Ach, ich sollte reinlaufen. Ja, okay, gut, dann halt so rum. Oh, okay. Okay. Welche Tür war das jetzt? The fuck? Ich schätze, es war die Tür. Nö, das schaut aus wie die Tür, wo wir gekommen sind. Dann machen wir nochmal auf. Gehen wir die andere rein. Das war gegenüber. Wenn jetzt beide Räume gleich ausschauen, dann krieg ich die Krise. Exterminate. Komm, stirb. Morphball wechseln. Was haben wir schon gemacht? Das ist das hier. Yeah! Wer von euch mag rumkugeln? Energietank erhalten. Und unsere Leben sind voll. Und wieder zurück.
kann das so Kugeln, die explodieren. Und irgendwie konnte ich auch... Ja, wenn ich so eine Kugel mache und drauf stehen bleibe, dann springe ich. Genau so war das. Das war doof. Die Kugel ist so schnell. Können wir die als Kugel besiegen? Ja, können wir. Okay, gut. Genug von Kugel. So. Geht's denn da hin? Da geht's auch wieder nirgendwo hin. Oh, Jump'n'Run. Da übt Springen bei sowas. Wer denkt sich denn solche Plattformen im Weltraum aus? So gefährlich. So. Ja. Die Musik wechselt zu gruselig. Warte mal, waren wir da vorhin nicht schon? Eine Rakete! Nimm aber auch die Rakete! Da kommen wir aber nicht rein. Naja, YOLO. Du entkommst mir niemals lebend! Was war das? Warum müssen wir jetzt hinterherlaufen? Das kann doch gefährlich sein. YOLO, einfach hinterher. Steht der da? Keine Ahnung. Hilfe. Mamma mia! Peng, 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 peng! Wo geht's denn hier weiter, wenn ich mit dem Ball? Brauchen wir eine grüne Waffe. Also da kamen wir her. Kommt das Geräusch her, verdammt. Die Tür kann damit nicht geöffnet werden. Darum mit Arsch nicht. Und hier kommt man irgendwo raus. Geht ja nirgendwo durch, das ist ja voll gaga. Roll, 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 roll. Das ist doch der Weg. Das, also ist es ein Kreis, oder? Roll, warte. Junge, da durch. Wenn wir von da kommen, dann gehen wir mal da durch. Aha. What?
Nö, da kommen wir doch her. Ich bin immer noch auf Rakete. Komm mal auf! Okay, wenn es hier nicht weitergeht. Dann rollen wir mal. Was hat dann die andere Tür zu bedeuten? Da gibt es auch dann noch eine andere Tür. Ich dachte, es wäre nämlich dieselbe, die da oben. Das ist aber nicht dieselbe. Die hier. Pilot des angedockten Schiffes identifiziert als Kopfgeldjäger Kanden. Er ist der Warp-Signatur hierher gefolgt. Seine Absichten sind vermutlich feindlicher Natur. Er ruft uns hätte. Sonst wäre auch nicht weggerannt wie eine kleine Pussy. Okay, wir müssen hier hoch. Definitiv. Peng, 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 peng. Okay, wir kommen jetzt. Wow, das funktioniert tatsächlich. Nein! Nochmal von vorn. Okay. Gus Frava, Samus, Gus Frava. Okay, okay. Und jetzt noch die hier. Yay! Also egal wie viel Zeit wir jetzt schon verplempert haben, ich werde auf jeden Fall die Mission fertig machen, Leute. Es scheint nicht mehr so lang zu dauern. Mach auf! Polizei! Ja! Okay. Komm her, du Sau! Ich mach dich zu Brei! Solange du dich nicht verwandelst. Bing, 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 bing. Du kriegst mich niemals lieben! Los, komm, komm, komm! Wo ist er hin? Hallo! Grüni! Da hinten! Holen wir mal die anderen. Passen wir aus. Ja, wo ist er denn? Da ist er! Bing, 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 bing. Ach, ich habe sogar die Leben vom Gegner auf dem Schirm. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Bing, 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 bing. Komm her! Hol dir deine Abreibung. Wo ist er? Oh, Hilfe! Oh, du Sau! Du Sau! Das heißt, Multiplayer bestimmt lustig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile der 3DS verwöhnt mich ohne Ende. Vielleicht wisst ihr, wovon ich rede. Also wenn es nicht gerade 8-Bit ist, und meiner Meinung nach ist 8-Bit dann immer noch wieder eine Form von schön, dann heulen meine Augen und sagen, nein! Komm! Gott, wie lange schieße ich schon auf das Ding? Ich treffe es wahrscheinlich nie. Das war sogar so ein Stördings. Das hat mich voll gestört. Wo ist er denn? Jetzt ist er schon wieder die K
Kakerlake. Hey Kaki, komm her. Wir haben die Hälfte schon hinter uns vom Gegner. Aua! Machen wir mal die Kisten auf, was ist da drin? Was ist denn das Leben? Ja, Mann! Okay, gut. Wir sind so gut wie uns sterblich, ich glaube. So viel Leben, wie wir hier kriegen. Wo ist denn Kaki? Kaki Lucky! Seht ihr ihn da? Bing. Also es ist sehr nervenaufreibend. Und diese langen Schießpassagen, sag ich mal, die taugen mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Warum macht euch das Spaß? Oder geht's euch da jetzt so wie mir? Wow! Kaki, komm her! Jetzt renne ich dir hinterher. Bam, 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 bam! Komm her, Kaki, komm her! Du bist sowas von tot! Kaki ist tot! Kaki ist ne Kakerlake, Kaki ist ne Kakerlake. Stirb! Stirb, Kartoffel! Ach, du willst es also hier regeln, oder? Wow! Also es war jetzt mal wirklich so... Yay, lass uns an einen Haufen stehen und uns beide gleichzeitig abschießen, bis einer stirbt! Die Musik. Was bist du? Scannen wir's? Die Analyse ergibt, dass diese Tür ferngesteuert versiegelt wurde. Zugriff verweigert. Aha. Die Datenbank. Ja, es wurde verschlüsselt, das haben wir verstanden. Tun wir mal wieder. Hier geht's aber durch, oder? Das ist doch eine Sache für Morphball. Und dann wieder entmorphen. Oder so. Wozu ist das? Wozu kann ich da rein? Rhabarber? Aha. Oh Gott, okay, gut. That's all my fault. Da hinten wird dann auch was sein, oder? Nope. Kriegen wir noch irgendwo Leben? Wäre vielleicht ganz nice hier. Ja, da geht was. Balli, balli, balli. So. Also jetzt hier extra lang wegen Samus. Es liegt alles an Samus. Oh! Geht die Tür auf. Leben!
Zerstören wir die Bude. Sind da jetzt Gegner auf dem Schirm? Was ist das? Da hinten ist doch bestimmt wieder was, oder? Zum Holen. Na ja, okay, dann halt nicht. Aber hier unten ist ein Weg. Ach, vergiss es. Mach auf! Portal zum Schiffsdeck aktiviert. Okay. Sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder beim Schiff. Ha! Und wir gehen mal ins Schiff rein. Tschüss. Okay. Jetzt sind wir wieder im Schiff. In unserem Schiff. Ja, ich würde sagen, an der Stelle hören wir mal auf. Es war überraschend. Ego-Shooter halt. Was wir halt erwartet haben. Metroid. Es ist leider ein wenig zu pixelig. Aber ich glaube, von der Story her packt mich das auch gar nicht. Ich würde es, glaube ich, gar nicht ganz spielen. Was hattet ihr überhaupt? Hat ihr es durchgespielt? Wie ist die Story so? Schreibt es doch mal. Würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Zocken. Vergiss nicht zu speichern, wie immer. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.